hat es die Anne-Men verraten, ja? 2018 war wirklich alles dabei, was man so haben kann. Dieses Jahr Silvester habe ich jetzt noch keine großartigen Pläne. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir zu Hause bei der Familie Pade eine große Party schmeißen. Letztes Jahr waren wir über 30 Leute. Aber meine Schwester hat mich schon gebeten, dass wir es vielleicht dieses Jahr ein bisschen kleiner machen, ein bisschen entspannter, weil das Jahr wirklich hektisch war. Und uns geht es wirklich an dem Abend um die Family und mit den Ängsten und Liebsten reinzufeiern. Aber ich glaube wieder, dass es ausarten wird. Wir sind bestimmt wieder 20 Leute. Feiern zu Hause, machen Feuerwerk, essen zusammen und haben einfach eine schöne Zeit und starten dann hoffentlich positiv ins Jahr 2019. Ich habe der Anne mal erzählt oder den Tipp gegeben, dass es, glaube ich, in Italien Brauch ist, dass man rote Unterwäsche trägt. Das soll Glück bringen und ich trage jedes Jahr rote Unterwäsche. Ich weiß jetzt nicht, ob es viel Glück gebracht hat. Ich fühle mich auf jeden Fall so wohl und das ist irgendwie so, ja, ein Aberglaube, an dem ich festhalte. Und ich finde es einfach total schön. Deshalb habe ich das den Mädels weitergesagt, die sollen es dieses Jahr auch mal probieren. Ich hoffe natürlich, dass nach diesem dramatischen Jahr, das auch dramatisch beginnt, erstmal vielleicht wieder was Positives kommt. Sie ist auf jeden Fall, glaube ich, offen für was Neues, aber muss jetzt auch erstmal ihre Trennung verkraften und, glaube ich, vielleicht auch erstmal sich um sich selbst kümmern und dann mal schauen. Also ich würde Sunny jetzt auch mal wünschen, erstmal Single zu bleiben, weil ich meine, ich bin jetzt seit 4 Jahren dabei. In diesen 4 Jahren hatte Sunny 3 Beziehungen. Vielleicht tut ihr es auch mal gut, erstmal alleine zu sein.